Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes, liebe Freunde des fortgeschrittenen Semi-Nichtstuns. Ascenden wollten wir und genau das machen wir jetzt. Ja, wo haben wir es denn? Da. Ascent, yes, please. Fischi, fischi, fischi. Das gibt nämlich eine ganze Menge Gold inzwischen. Kann ich einfach mal den hässlichen Samurai direkt auf 1400. Das finde ich sehr schick. Und bam, gehen wir mal direkt in Level 406. Ich habe nämlich die gute Iris mal auf Level 404, Ancient Not Found, auf Level 404 hochgezogen. Was ich eigentlich sehr, sehr schick finde. Und jetzt pumpen wir mal ein paar Heroes aus in Solomon. Oh Gott, Alter, hatte ich letzte Folge gesagt, ich will den auf 1000 bringen? Das würde mich... So, also 100 Level kosten mich schon 2,3 Millionen Hero Souls. Das würde mich wahrscheinlich ungefähr 8 Millionen Hero Souls kosten. Vielleicht auch eher noch mehr. Vielleicht auch eher 8, 10, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist Level 1000 doch ein bisschen übertrieben. Aber 10 Level können wir da auf jeden Fall nochmal draufpacken, das funktioniert. Dann möchte ich eigentlich auch immer noch mehr Gold haben. Fantastisch. Direkt mal hier die mühevoll aufgebaute Balance der... Balance vor allem. Die mühevoll aufgebaute Balance der Ancients über den Haufen werfen und einfach sinnlos irgendwo Heroes Souls reinstopfen. Scheiß auf den Calculator. Einfach mal Heroes Souls irgendwo reinstecken. Wird schon funktionieren. So, mehr Schaden machen wir jetzt zwar immer noch nicht, aber das ist ja egal. Wenigstens kriegen wir mehr Gold und mehr Hero Souls. Das ist doch auch schon mal was. So, das übliche Ritual. Überall 100 kaufen. Und dann direkt Dark Ritual rein. Ja, dann heißt es warten. Wir ziehen mal ungefähr eine Minute vom Run ab, würde ich sagen. Für Hero Souls ausgeben. Ich glaube, das ist einigermaßen realistisch. Aber wobei. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die Hero Souls erst ausgegeben, als es schon lief. Von daher ziehen wir keine Minute ab. Nee, alles gut. Schauen wir mal, wie weit wir so in 20 Minuten ungefähr kommen. Ich bin immer noch versucht, ein bisschen in mein spezielle Wirtschaftslehre-Buch reinzugucken. Aber jetzt verstehe ich auch erst den... Titel spezielle Wirtschaftslehre, die ist halt sehr speziell, so Special Little Snowflake mäßig. Spezielle Wirtschaftslehre für spezielle Leute. Ich verstehe das voll und ganz. Dieses Buch sinkt in meiner Wertschätzung gerade immer und immer weiter. Ich glaube, in einem halben Jahr werde ich die auch einfach so einen kleinen Zettel in die Berufsschule hängen. Hier, diese Bücher. Kauft sie zum Spottpreis. Ich möchte sie bitte nie wieder haben. Bloß weg damit. Was ist sonst so Spannendes passiert? Seit der letzten Folge bei mir nicht viel. Ich das natürlich direkt im Anschluss aufnehme. Was mir aber auch vielleicht die Gelegenheit gibt, mal gucken, wie ich das veröffentliche. Vielleicht lasse ich da gar keine große Pause zwischen. Gucken wir mal. So, es geht, es ist... Ich find's fast schon ein bisschen schade, dass man das hier nicht noch weiter beschleunigen kann, aber es macht
Also naja, man kann es weiter beschleunigen, indem man eben Iris weiter hochzieht. Das ist auch so der letzte Weg, aber das ist leider so arschteuer. Das ist so. Ich meine, ein Level Iris kostet inzwischen schon 8000 Hero Souls. Ein Level Solomon kostet 21.000 Hero Souls. Fast 22.000. Das ist schon hart. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwann auf Level 3000 bin, dann werde ich wahrscheinlich sagen, 21.000 Hero Souls? Dafür bewege ich nicht mal die Maus. Aber im Moment ist das schon so 13-14% von einem Run, grob geschätzt. Oh, wenn ich übrigens dran denke, jetzt muss ich mal gucken. Es gibt auf Reddit irgendwo eine sehr, sehr ausführliche, mehr oder minder schöne Auflistung, warum es Sinn macht, mit Rubinen Hero Souls zu kaufen und keine Guilds. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich hab's mir noch nicht komplett durchgewurschtelt, dazu fehlte mir bislang irgendwo die Muße, aber ich sehe mal zu, dass ich den Link irgendwie unten reinpacke, in die Videobeschreibung. Wer dann Lust dazu hat. So, da habe ich schon mal. Das ist leider sehr, sehr mathematisch. Also ich guck mal kurz, ob es hier irgendwie eine Too Long Didn't Read Version gibt, dass ich das hier mal in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Bla 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 bla. Oh Gott. Okay, der macht hier ganz lustige Versuche mit irgendwie 10 Billionen Hero Souls theoretisch im Calculator, was auch leider seine CPU schon gar nicht mehr mitmacht. Großartig. Okay, also so. Ich glaube, das Fazit, was man hieraus ziehen kann, ist, dass man, solange man, also wenn ich das hier jetzt grob beim Überfliegen richtig mitbekommen habe, ich muss das ja auch noch aus dem Englischen rüber übersetzen. Warte, gleich habe ich's. Okay, also solange man nicht mehrere Billionen Hero Souls hat, ist es wohl eher wenig effektiv, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertan habe. Ich packe euch den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr selber mal gucken. Oh Gott, und ich habe hier total meinen Zeitplan vergessen. Ich lasse das hier alles fröhlich vor sich hin eilen. Und habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass das hier jetzt langsam wird, verdammte Hacke. Bedauerlich. Das ist der Nachteil, das passiert mir so auch ständig. Irgendwie so, ach naja, machst du schnell noch einen Run, so eine halbe Stunde, 35 Minuten ungefähr, geht ganz gut, und dann mache ich halt nebenbei irgendwas wie irgendein Kram auf YouTube gucken oder Livestream oder Netflix oder sonst irgendwas und vergesse dann zwischendurch dauernd irgendwelche Hero-Level nachzukaufen und dann dauert so ein Run leider anderthalb Stunden statt 35 Minuten und das ist so, ja, könnte so viel effektiver sein. Wenn meine Aufmerksamkeitsspanne größer wäre. Bedauerlich. Ja. So, ach Gott, bis wir Terra kaufen können, dauert das noch ein bisschen. Dann
Mal ein ganz anderes Thema. Hat jemand von euch schon mal The Secret World gespielt? Das ist so ein... Ja, wie beschreibe ich das? Geht in... Ja, in was für eine Richtung geht das? In Richtung MMO? Schon irgendwie... Ja, doch schon irgendwie... Lovecraft-mäßiges MMO. Irgendwie so in die Richtung... Wobei man es auch relativ gut für sich spielen kann. Also man ist wohl nicht auf riesige Raid-Gruppen angewiesen, sondern kann da ganz entspannt für sich mit so zwei, drei Freunden wohl auch rumeiern. Wenn das schon mal jemand von euch gespielt hat, lasst mir gerne mal ein kleines Feedback da, weil ich bin... Also ich werde es auf jeden Fall demnächst mal irgendwann mit einer Freundin zusammenspielen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dazu ein Let's Play mache. Oder so ein paar Folgen auf jeden Fall. Oder ob wir das einfach so für uns zocken. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe auch gefühlt 10 Jahre lang, glaube ich, kein MMO mehr gespielt. Bin ich eigentlich auch gar nicht so ein riesen Fan von, aber ich habe mich mal überzeugen lassen, das Ding zu kaufen. Weil ich auch ziemlich auf Lovecraft-Stuff stehe, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nicht, dass es jetzt ein Lovecraft-Shirt wäre, aber es geht ein bisschen in die Richtung. So Tentakel und ist ja... Sobald irgendwo Tentakel dran sind, ist es ja schon prinzipiell so ein bisschen Lovecraft. Wenn es dann noch zu viele Augen hat oder gar keine, dann wird es gleich noch besser. Ich würde es ein klein bisschen abfeiern, wenn sie Clicker Heroes dieses Jahr zu Halloween, also so in 5 Monaten, in so ein Lovecraft-Design packen. So mit Zwischengegnern, irgendwie große Alte, so irgendwie Nyarlathotep und, Gott, habe ich den richtig ausgesprochen? Ich glaube nicht. Yogg-Sothoth und Cthulhu und wie sie alle heißen. Das wäre ein bisschen sehr großartig. Das kleine Zwischengegner, so Shoggoten und die Clickables sind dann irgendwelche Elder Signs. Oh Gott, das wäre so fantastisch. Das schreibe ich denen auf Twitter. Das mache ich jetzt auch sofort. Schlage ich denen sofort vor. Oh Gott, was mache ich hier? Ich kaufe hier totalen Scheiß zusammen. gerade auf Twitter die GameStar News. Steam Summer Sale. Minispiel schaltet Rabatte frei. Leider kaputt. Großartige Schlagzeile. Ja gut, dass die Server das nicht schaffen, ist jetzt auch nichts Neues. Okay, die Nachricht war jetzt auch nicht wirklich eine Nachricht wert, aber nun gut. So, wo habe ich denn... Wo sind sie denn? Neocore Games, Grim Dawn, Clicker Heroes hier. Den direkt mal was schreiben. Achso, das ist einfach Clicker Heroes, alles klar. Clicker Heroes, so wie formuliere ich das jetzt? If you have nothing better to do, I'd really, really, really love. Oh man, I'd really, really fancy. Lovecraftian design update for Halloween. This year. Ja, das finde ich super. Jetzt muss ich
noch die ganzen Schreibfehler rausnehmen. Dann nochmal drüber lesen, ob mein Englisch nicht vielleicht total kacke ist. So, bevor ich das mache, kaufe ich hier nochmal schnell 100 Level nach. Wir wollen ja eine halbwegs gescheite Zeitmessung haben. Ich bin ja mal gespannt, was sie darauf antworten. Wahrscheinlich nichts. Aber fragen kann man ja mal. Beziehungsweise sagen, hey, ich fände das total super. Und lieber schon mal im Sommer vorschlagen, dann haben sie nämlich bis Halloween genug Zeit, das umzusetzen. Also nicht, dass sie es machen werden, aber nice wär's. So. Weg mit Twitter. Phtalo, erste Level, dauert noch einen Augenblick. Eigentlich kann man sich auch fast ausrechnen, wie weit ich in 20 Minuten komme, ne? Also theoretisch müsste ich in... Wobei, ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich habe mich mit 7 Minuten pro 100 Level auch ein bisschen vertan, ne? Ist eigentlich zu viel. Aber es klang so erschreckend logisch. Einmal, wir sind jetzt bei 16 Minuten und haben aber schon 500 Level geschafft. Also irgendwas passt da nicht. So, ich muss nochmal überlegen. Also, Gott, Kopf rechnen. 100 Level bestehen aus 20 Bossgegnern und 80 normalen Leveln. Sehe ich das richtig? Glaube ja, ne? Ist denn hier Taschenrechner da? Sind das ja, wenn jedes fünfte Level ein Bossgegner ist, sind das natürlich 20 Bossgegner. So. Dann haben wir 20 mal 0,5. Das kann ich gerade noch im Kopf rechnen. Das sind 10 Sekunden für die Bossgegner. Und wir haben im Moment hier 5 Gegner pro Level. Sterbeanimation ist eine halbe Sekunde. Das bedeutet, wir haben 2,5 Sekunden pro Level. Das heißt, wir haben 2,5 mal 80. Gott, wie ich mich massiv verrechnet habe. Wie ich mich richtig massiv verrechnet habe. Was habe ich denn da gemacht gestern Abend? War ich da betrunken? Eigentlich nicht. So, das heißt, wir haben 210 Sekunden, die wir für 100 Level brauchen. Das sind gerade mal 3,5 Minuten. Das ist einfach mal die Hälfte. Okay, ich habe einfach mal um 100% verrechnet. Kann man ja mal machen. Ah, großartig. Manchmal bin ich auch schon so ein kleiner Mathe-Krüppel. Okay, streich das mit den 7 Minuten. Wir brauchen 3,5 Minuten für 100 Level. Das macht am ehesten Sinn. So. Jetzt 3,5 mal 6 rechnen, sind das ganz überraschend 21 Minuten. Demzufolge schaffen wir in 21 Minuten 600 Level. Klingt logisch, oder? Ah, genau, was ich mir ausgerechnet habe, war, ist, wenn ich irgendwie Iris um 200 Level steigere, dann spare ich mir 7 Minuten. Das war's, glaube ich. Das macht nämlich in der Tat auch Sinn. Aber gut, wir schaffen es dann immerhin jetzt durch Überspringen und hier und da einfach mal in unter 20 Minuten bis Level 1000. Das ist doch ganz hübsch. Ich finde das eine gute Sache. Ich meine, gut, ich habe zwischendurch auch von Leuten auf Reddit gelesen, die überspringen halt schon mal die ersten 1500 Level. Kann man auch machen. Ich bin ein bisschen neidisch, aber davon leider noch sehr weit entfernt. So. Das Lied läuft jetzt auch gefühlt schon zum 38. Mal, oder? So,
sollte die neuen Songs, die ich jetzt irgendwie in der letzten Folge rausgesucht habe, dann mal mit der alten Playlist zusammenmischen und dann das alles irgendwie so ein bisschen durcheinander hauen. Nicht nur die neuen Dinge. Ab nächster Folge dann. Irgendwann denke ich vielleicht noch mal die restlichen beiden Ancients, die hier in dem Rahmenbild-Dings, die drumherum fehlen, noch mal reinzupacken. Packe ich dann einfach über mein Gesicht oder so. So, Taschenrechner kann weg, das kann auch weg. Jetzt mal wieder ein bisschen Platz machen auf dem Desktop. Es ist unglaublich so, es ist vollkommen egal, wie viel Arbeitsfläche man hat, wie viele Monitore man sich hinpackt. Sobald man sich da einmal dran gewöhnt hat, müllt man trotzdem alles voll. So, man hat einfach die Tendenz, alles voll zu packen. So, ich habe ja inzwischen dekadenterweise 3 Monitore stehen. Und ist echt so, links irgendwie YouTube oder Aufnahmeprogramm oder beides, in der Mitte irgendein Spiel, wie zum Beispiel gerade Clicker Heroes oder auch irgendwas im Fullscreen, rechts dann Steam und vielleicht noch irgendwelche Calculator oder nochmal ein Browser. Also so. Ich könnte auch noch einen vierten Monitor nehmen, so würde alles gehen. Würde alles gehen. Und ich weine auf der Arbeit immer jeden Tag so ein klein bisschen, dass ich da nur einen Monitor habe. Spätestens wenn man dann mit 2 verschiedenen Tabellen hantiert, ist das schon total eklig. Ich habe jahrelang gedacht, so 2 Monitore, niemand braucht das. Und eigentlich, sobald man das einmal hatte, sobald man einmal mit der Arbeitsfläche von 2 Monitoren gearbeitet hat, ist so fantastisch. Also 3 ist wirklich nicht wirklich nötig, gebe ich ganz ehrlich zu. 3 ist Luxus, aber 2 ist schon... Also es ist nicht nur Luxus, sondern es macht auch durchaus Sinn. Es macht Sinn und Spaß und das machen leider nur die wenigsten Dinge im Leben. So, wie weit haben wir die 20? Ah, 22 sogar schon. Krass, habe ich den Run so kurz? Ja doch, wir sind ja direkt zum Folgenanfang gesendet, klar. Nicht, dass ich die Zeit auch einfach hier an dem Dark Ritual halbwegs ablesen könnte, aber nun gut. Naja, geht doch. 22 Minuten bis Level 1111. Schönen Schnaps zahle ich, damit kann ich leben. Woher kommt eigentlich der Begriff Schnapszahl? Warum sind so Zahlen, die nur aus gleichen Ziffern bestehen, warum sind das Schnapszahlen? Mal das Internet fragen. Hallo Internet. Schnapszahlen. Eine Schnapszahl ist eine mehrstellige Zahl, die ausschließlich durch identische Ziffern dargestellt wird. In der Mathematik werden diese Zahlen auch als Repdigit. Repdigit, alles klar. Im Englischen Repeated Digits, zu Deutsch wiederholte Ziffern bezeichnet. Ja, ich will aber wissen, woher der Begriff kommt. Die Bezeichnung leitet sich von Spielen mit mehreren Teilnehmern ab, bei denen sich der Verlauf als Ergebnis einer mitprotokollierten Addition manifestiert. Alter, nur weil es auf Wikipedia steht, muss man es nicht kompliziert schreiben. Also, dieser Satz, ne? Die Bezeichnung leitet sich von Spielen mit mehreren Teilnehmern ab, bei denen sich der Verlauf als Ergebnis einer mitprotokollierten Addition manifestiert. So, das ist einfach kompliziert für, am Ende wird die Summe der Punkte aufgeschrieben. Aber okay. Erreicht der Gesamtpunktestand eines der Spieler eine Schnapszahl, sind nach den bestehenden Spielregeln oder mündlichen Vereinbarungen möglicherweise Freigetränke, zum Beispiel ein Schnaps, für die Mitspieler fällig. Eine andere Deutung bezieht sich auf die Tatsache, dass nach übermäßigem Alkoholkonsum doppeltes Sehen auftreten kann, wodurch aus einer 2 eine 22, aus einer 33 eine 333 oder 3300, ja, okay. Ja, okay, das ist irgendwie eher mäßig spannend. Ich hatte mir da mehr von erhofft, wenn ich ehrlich bin. Aber gut.
Es wird noch mysteriös hier, mystisch nahezu, da die Gleichheit der Ziffern willkürlich von der gewählten Zahlenbasis, hier im Beispiel Dezimal, abhängt, handelt es sich um eine milde Form der Zahlenmagie. Eine besondere Bedeutung kommt der Schnapszahl 666 zu, die in der Offenbarung des Johannes als Zahl des Tieres bezeichnet wird. Moment. Das funktioniert so nicht. Das ist einfach die falsche Musik dazu. Fuck, habe ich den Track noch? Wo ist meine Musik? Hilfe. Ist das richtig? Ich bin mir nicht sicher. Nein, das ist der falsche Ordner. Dammit. Das könnte der richtige Ordner sein. Und wenn es jetzt noch... können wir es bitte sortieren nach Titel? Ganz toll. So, ich ziehe hier mal ganz kurz allen Kram rein. Wo ist denn dieses verkackte Lied? Habe ich das noch? Habe ich das nicht mehr? Hier! Eine besondere Bedeutung kommt der Schnapszahl 666 zu, die in der Offenbarung des Johannes als Zahl des Tieres bezeichnet wird. Sie wird besonders im Umfeld des Heavy Metals verwendet. Aber wie Musik, es ist so fantastisch, kann man so viel mitmachen. In der Mathematik spielen die Rap-Digits im Dualsystem eine wichtige Rolle. In diesem Stellenwertsystem können Rap-Digits nur aus der Ziffer 1 bestehen und tragen daher die Bezeichnung Rap-Unit. Unabhängig vom verwendeten Stellenwertsystem gilt, dass nur unter den Rap-Digits nur die Rap-Units mit einer primen Anzahl von Ziffern Primzahlen sein können. Alle anderen Rap-Digit-Zahlen sind zusammengesetzt. So, nachdem wir jetzt auch noch den pseudo-epischen Moment für diese Folge hatten. Was für ein Bullshit. belassen wir es für heute mal dabei. Nehmen noch schnell diese 2 Rubine mit. Oder waren es 222? Wer weiß das schon? So. Ich verabschiede mich dann in den seelischen Feierabend. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, haut rein und tschüss.